Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Anleitungsvideo von mir. Heute möchte ich mit euch zusammen einen Kapuzenpulli häkeln und mit einer sehr, sehr schönen Wolle, die ich mir rausgesucht habe. Ich häkel in diesem Video für die Größe 36-38, aber dieser Pulli kann auf jede Größe angepasst werden, also wirklich auf jede Größe. Ich weise in diesem Video Schritt für Schritt darauf hin, worauf ihr achten müsst, wenn ihr eine andere Größe häkeln möchtet. Also es werden zu gegebener Zeit immer wieder Hinweise gegeben, worauf ihr achten müsst, um das Ganze anzupassen. Ich häkel mit einer Häkelnadel der Stärke 7,0, also mit recht dickem Garn. Ihr benötigt selbstverständlich auch eine Schere und eine Wollnadel und sehr wahrscheinlich zwei Sicherheitsnadeln oder Maschenmarkierer, je nachdem, was ihr dafür benutzen möchtet oder was ihr vorhanden habt. Nochmal nähere Details zum Garn. Ihr findet einen Link in der Infobox unter diesem Video, wo ihr das Originalgarn herbekommen könnt und welche Farben es dafür gibt. Wenn ihr anderes Garn verwenden wollt, sei hier der Hinweis gemacht, das sind 150 Gramm pro Knäuel, circa 210 Laufmeter. Das solltet ihr wissen, wenn ihr anderes Garn verwenden möchtet, damit ihr das in etwa angleichen könnt. Und ich verwende für die Größe 36-38 hier in diesem Video insgesamt 5 Knäule. Für jede weitere Größe rate ich an, mindestens ein Knäuel mehr einzukalkulieren. Besser wäre jedoch anderthalb. Das heißt also für jede weitere Doppelgröße. Hier für dieses Video 36-38 und wenn ihr dann zum Beispiel für 40-42 häkeln möchtet, würde ich euch anraten, 6, lieber schon 7 Knäule dafür zu nehmen und entsprechend dann für weitere Größen weiter berechnen. Es sei noch der Hinweis gemacht, wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich sehr über Gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr den nicht schon abonniert habt, dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist. Und dann könnt ihr eine der Ersten sein, die es nachregelt. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, wo man Schritt für Schritt Fotos austauschen könnt, wenn Fragen da sind, Probleme aufkommen. Man kann sich gegenseitig helfen. Nähere Details auch dazu in der Infobox unter diesem Video. Und jetzt lasst uns möglichst schnell anfangen. Es geht los. Ich wünsche euch viel Spaß. So, der Pullover, der wird von oben vom Halsausschnitt nach unten gehäkelt und beginnt für alle Größen gleich mit einer vergleichbaren Anzahl von Luftmaschen. Ich nehme erstmal eine Masche auf die Nadel auf. Die Maschenanzahl muss auf jeden Fall durch 4 teilbar sein. Das sage ich gleich vorweg. Für diejenigen, die nicht das Originalgarn verwenden, vielleicht ein dickeres oder ein dünneres oder aber eben, wenn sie einen größeren oder kleineren Halsausschnitt häkeln bei Kindern, bei Kindergrößen sowieso kleiner. Aber dafür, wie gesagt, die Maschenanzahl muss teilbar sein durch 4 und ich häkel hier aber insgesamt 56 Luftmaschen. Ihr könnt dann vor dem Spiegel das abmessen. Wir schließen das dann eben, wenn die entsprechende Luftmaschenzahl erreicht ist, gleich zur Runde mit einer Kettmasche. Und dann könnt ihr euch vor dem Spiegel das umlegen um den Hals und prüfen, ob das für euch auch so richtig ist mit dem Halsausschnitt oder ob ihr den größer oder kleiner haben wollt. Ich häkel jetzt erstmal die weiteren Luftmaschen und dann sehen wir uns zum nächsten Schritt wieder. Und wenn ihr dann die entsprechende Luftmaschenzahl erreicht habt, es ist ganz wichtig zu gucken, dass die Luftmaschenkette nicht in sich verdreht ist. Ich streiche da einmal glatt drüber, denn wir schließen das Ganze jetzt zur Runde. Und dafür darf das wirklich nicht verdreht sein. Und ihr stecht dann in die erste Masche vom Anfang und häkelt eine Kettmasche. So, jetzt habt ihr die Kettmasche gehäkelt, das Ganze ist zur Runde. Ihr könnt nochmal überprüfen, ob das auch wirklich alles gerade ist und glatt ist und nicht in sich verdreht ist. Und jetzt beginnen wir mit einer Runde Stäbchen. Wir beginnen jede Runde mit 3 Luftmaschen.
Diese drei Luftmaschen sind Ersatz für das erste Stäbchen oder zählen auch als ein Stäbchen. Und jetzt häkeln wir in jede Masche ein Stäbchen, sodass wir am Ende inklusive dieser drei Luftmaschen vom Anfang insgesamt 56 Stäbchen haben. So, und wenn ihr dann einmal rum seid, dann geht ihr zu diesem Anfangsstäbchen, diese drei Luftmaschen, stecht in die oberste ein, häkelt eine Kettmasche und schließt wieder zur Runde. Und jetzt erkläre ich euch hauptsächlich für diejenigen, die eine andere Luftmaschenanzahl vorher genommen haben, eine kurze Theorie. Es geht jetzt darum, in der nächsten Runde verdoppeln wir einige Maschen, also wir nehmen Maschen zu. Und hierfür haben wir ja gesagt, das sind 56 Luftmaschen als Maschen oder Stäbchen hier als Beispiel. Und teilbar muss es sein durch 4. Wenn wir jetzt die 56 durch 4 teilen, kommen wir auf 14. Das sollten wir uns jetzt merken. Und für diejenigen, die eine andere Luftmaschenanzahl am Anfang genommen haben, ergibt es natürlich eine andere Zahl. Aber wir merken uns erstmal 13 und starten wieder jede Runde mit 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Häkeln dann noch 12 weitere Stäbchen, damit wir dann auf 13 insgesamt kommen. Und dann in die 14. Masche, da häkeln wir dann die Zunahme, das bedeutet 2 Stäbchen in eine Masche häkeln. Ich hoffe, dass man das hier gut sehen kann. Also hier sind 2 Stäbchen in einer Masche. Und jetzt häkeln wir die ganze Runde 13 Stäbchen und eine Zunahme oder einmal verdoppeln, das bedeutet dann wieder 2 Stäbchen in eine Masche zu häkeln und am Ende schließen wir die Runde wieder mit einer Kettmasche hier oben rein und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Schritt wieder. So, in Runde 3 beginnen wir natürlich wieder mit 3 Steigeluftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen und jetzt häkeln wir 13 weitere Stäbchen, sodass wir auf insgesamt 14 kommen und häkeln dann die Zunahme. Also jetzt in dieser Runde 14 Stäbchen und dann die Zunahme häkeln. Und dann, wie gesagt, hier diese Zunahme, wieder 2 Stäbchen in eine Masche häkeln. Und das geht jetzt die ganze Runde so weiter, immer im Wechsel 14 Stäbchen und eine Zunahme am Ende. Und dann natürlich hier, wenn wir hier vorne wieder angekommen sind, mit einer Kettmasche schließen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Schritt wieder. So, jetzt für Runde 4 nochmal vorweg die Maschen zählen. Es müssten jetzt insgesamt 64 Stäbchen sein, inklusive diesen 3 Luftmaschen hier vom Anfang. Also insgesamt, wenn ihr am Anfang auch 56 Luftmaschen hattet, dann müssten das jetzt 64
Maschen insgesamt sein. Wichtig zum Nachzählen, geteilt durch 4, 64 geteilt durch 4 sind 16. Das sollten wir uns merken. Wir starten in Runde 4 wieder mit 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Häkeln dann in die gleiche Masche hier unten, wo diese 3 Luftmaschen rauskommen. So ein bisschen fummelig hier mit dem Einstechen. Nochmal ein Stäbchen. Dann 2 Luftmaschen und hier unten nochmal 2 weitere Stäbchen rein. Das ist die erste Ecke und wir häkeln insgesamt 4 Ecken. So sieht das Ganze dann aus. Wir häkeln jetzt in die nächsten Maschen. Also 15 Maschen gleich 15 Stäbchen. Und wenn wir diese 15 Stäbchen dann gehäkelt haben, häkeln wir die nächste Ecke hier in diese nächste Masche und wieder 2 Stäbchen in eine Masche, dann 2 Luftmaschen und in die gleiche Masche nochmal 2 weitere Stäbchen. Und das wiederholen wir jetzt die ganze Runde, also 15 Stäbchen und eine Ecke. Und eine Ecke wird gehäkelt aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die gleiche Masche rein. Und auf diese Art und Weise werden wir das jetzt Stück für Stück vergrößern. Das werdet ihr gleich sehen, wenn ich euch nochmal die nächste Runde erkläre. Es wird immer breiter werden und anhand dessen können wir unterschiedliche Größen häkeln. Also wir beginnen alle gleich mit dem Halsausschnitt. Und hier wird sich das dann immer weiter vergrößern und so können wir jede Größe häkeln, ohne dass wir jetzt unterschiedliche Luftmaschenzahlen weiter nehmen. Es sei denn, wie gesagt, ihr möchtet alle den gleich großen Halsausschnitt haben, das ist natürlich die Bedingung. Aber ansonsten muss man jetzt nicht für jede Größe was extra beachten. Stück für Stück gleichen wir das jetzt an, weil sich immer mehr die Maschen vermehren hier in den Ecken. Das werde ich euch gleich Stück für Stück zeigen, wie das weitergeht. Nur eben, falls jetzt gleich die ersten Fragen in den Kommentaren kommen, wenn ich jetzt Größe sowieso häkeln möchte, wie viele Luftmaschen hier und da. Also hier wird das jetzt Stück für Stück angeglichen und ich erkläre euch Stück für Stück weiter, wie es für jede Größe machbar ist, das Ganze weiter zu häkeln. Und gleich sehen wir uns im nächsten Schritt wieder. So, wir schließen das Ganze dann wieder mit einer Kettmasche hier oben. Und ab sofort brauchen wir keine Maschen mehr zählen in den nächsten Runden. Wir starten wieder mit 3 Steigeluftmaschen, denn die Zunahmen, die finden immer hier in den Ecken statt. Wir häkeln dann in die nächste, in das nächste Stäbchen. Wieder ein Stäbchen. Und dann immer in die Ecken. Jede Ecke wird gleich gehäkelt. 2 Stäbchen. Hier wird auch nicht mehr durch die Luftmasche durchgestochen, sondern durch den Bogen. 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen. Also so wird jede Ecke gehäkelt. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Darüber finden die Zunahmen statt und dadurch, das werdet ihr jetzt Stück für Stück in jeder weiteren Runde sehen, wird das Ganze größer
und kann so an jede Größe angepasst werden. Hier ist wie gesagt der Halsausschnitt oder wo der Kopf durchkommt. Und ihr könnt es euch immer wieder umlegen. Und die Ecken liegen über den Schultern quasi. So, also es wird dann so ein Stück weit wie so ein Quadrat mit so einem runden Halsausschnitt. Und ja, ich werde euch dann zu gegebener Zeit gleich, wenn ich häkle jetzt erstmal weiter und dann gleich nochmal zeigen, wie ihr dann die Armausschnitte häkelt und entsprechend dann ja eure Größe quasi hinbekommt und eure Größe häkeln könnt. Denn das Ganze wird dann an den Ecken später, das wird so zusammengelegt und dann zusammengehäkelt. Und dann haben wir hier an den Seiten die Armausschnitte. Und hier den Halsausschnitt. Ich zeige euch das dann nochmal an einem Blatt Papier, wie ich das in vorherigen Videos auch gemacht habe. Weil je größer das Ganze wird, dann kann ich euch sonst was erklären. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann habt ihr nicht so die gute Vorstellung davon. Und anhand eines kleinen quadratischen Papiers falte ich euch das entsprechend zusammen und zeige euch das dann gleich im nächsten Schritt oder in den nächsten Schritten, wie das dann gemeint ist und wie das dann Stück für Stück an jede Größe angepasst wird und machbar ist. Also ich häkel jetzt erstmal in den nächsten Runden vor. Wie gesagt, hier in den Ecken immer zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Immer mit einer Kettenmasche schließen und mit drei Steigeluftmaschen beginnen. In jedes Stäbchen der Vorrunde immer ein Stäbchen rein. Und wie gesagt, ab sofort braucht ihr jetzt erstmal keine Maschen mehr zählen. Ihr häkelt jetzt erstmal Runde für Runde weiter und euch sage ich dann im nächsten Schritt, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt hier entsprechend vorgearbeitet und habe schon Runde 10 angefangen. Bin jetzt hier an der ersten Ecke und ich häkel ja für Größe 36, 38 und deshalb häkel ich jetzt hier in Runde 10 bereits die Armausschnitte, häkel das entsprechend zusammen, wie ich es euch gleich erklären werde. Ihr müsst gucken, dass ihr, wenn ihr nicht Größe 36, 38 habt oder auch wenn ihr das habt, weil jede Frau hat ja dann trotzdem nochmal individuell ihre eigene Maße, dass ihr guckt, wie weit ihr häkeln müsst. Hier ist ja der Halsausschnitt und ihr könnt euch immer vor den Spiegel stellen, das über den Kopf ziehen und hier, das sind ja diese Ecken, die wir hier gehäkelt haben, diese vier Ecken und dann könnt ihr mal gucken, wenn ihr das so zusammenfaltet, hier guckt der Kopf raus quasi. Und hier an den Ecken, wenn ihr die unter den Armen, bei den Achseln, so zusammendrücken könnt, dass sich die Spitzen berühren. Es sollte nicht ganz hauteng sein, direkt an den Achseln, dann spannt das nachher und dann seht ihr nachher aus, wenn die Ärmel drankommen wie eine Presswurst. Und das wollen wir natürlich nicht. Und es sollte aber auch nicht zu weit runterhängen, dann wird der Arm viel zu groß, den wir dann noch dran häkeln werden. Also es sollte gut passend sein. Das ist, ihr könnt das ja auch an Oberteilen vergleichen, die ihr bereits habt. Wie weit das dann in etwa sein soll, dass es nicht hauteng ist. Also solche Pullover sollten ja nicht hauteng sein. Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, hier guckt dann der Kopf raus und so sollte das dann zusammenpassen. Also auch wenn ihr Größe 36, 38 habt, vielleicht ist es so, dass ihr nicht in Runde 10 bereits schon die Armausschnitte häkeln könnt und zusammen häkeln könnt, sondern vielleicht erst in Runde 11. Also prüft das bestenfalls nach und natürlich für die anderen Größen sowieso. Weil da kann ich keine Angaben zu machen, wie weit ihr da häkeln müsst, weil ich ja nur diese eine Größe hier häkle. Aber auf diese Art und Weise seht ihr, wie man das anpassen kann. An jede x-beliebige Größe. Man braucht keine extra Luftmaschenangaben, kein Umrechnen, kein gar nichts, sondern kann einfach weiter die Runden häkeln, Runde für Runde, bis ihr die entsprechenden Maße habt, sodass es hier unter den Armen passt und man hier zusammenfalten kann. Und hier, wie gesagt, das sind dann die Armausschnitte. Die häkel ich jetzt und dann häkel ich nur noch hier unten weiter, Runde für Runde. Und hier wird erstmal gar nicht weiter gehäkelt. Das bleibt erstmal außen vor. Da gehen wir dann dran, wenn wir dann die Ärmel häkeln, die wir nicht annähen, sondern wir häkeln sie dann gleich dran. Zeige ich euch, wenn wir soweit sind. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Armausschnitte und dass wir dann hier weiter runter häkeln, bis wir dann unten am Bündchen angekommen sind. Und um diese Schritte geht es jetzt. So, wie gesagt, ich habe jetzt hier entsprechend schon vorgehäkelt, dass ich an der Ecke angekommen bin.
Ich häkle jetzt in die Ecke nur ein Stäbchen. So, dann gehe ich zu der nächsten Ecke. Und häkel auch hier ein Stäbchen rein. Und dann haben wir das quasi schon zusammengehäkelt und haben den Armausschnitt hier fertig gehäkelt. Und wie gesagt, das bleibt jetzt erstmal außen vor. Das wird nicht weiter behäkelt. Wir gehen jetzt weiter und häkeln die Strecke hier erstmal bis zur nächsten Ecke. Da häkle ich jetzt erstmal vor und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Schritt. Dann häkle ich nochmal die andere Ecke und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich bin jetzt hier in der nächsten Ecke und häkle hier wieder ein Stäbchen rein. Ich zeige euch dann nochmal, wie es jetzt dann nochmal geht. Dann suche ich die nächste Ecke, die letzte, die vierte Ecke. Häkel auch dort ein Stäbchen rein und dann haben wir auch den zweiten Armausschnitt gehäkelt. Hier. Und ich häkel jetzt die ganze Strecke weiter Stäbchen bis zum Ende und dann schließe ich hier wieder mit einer Kettmasche die Runde und habe dann diese Runde fertig mit den Armausschnitten und kann dann entsprechend weiter häkeln.